Der verlorene Sohn ist zurück. Wir haben ihn unsaglich vermisst. Lass mal gehen ein Stück, eine Weile, schon fang ich an meinen Weg zu. Wie weit sind Liebe und Leiden voneinander entfernt? Gibt es Liebe ohne Leid überhaupt? Kann man sich vor dem Schmerz der Liebe schützen? Wie kann es überhaupt sein, dass die Menschen, die man am meisten liebt, einem auch am meisten wehtun? Exactly what we do, sitting in the park, spitting lazy tunes, just not to get in touch with our boredom. Hanging out with some ladies, we smoking fine screens like crazy. Hat sie immer noch nicht geschrieben? Nee, immer noch nicht. Ich mach noch echt ein bisschen Sorgen. Ja, aber wir fahren morgen zurück. Das wird schon. Ja, muss ja irgendwie, ne? Aber ich frag mich, was sie gerade macht. Ja, ihr ging's ja jetzt nicht so gut in letzter Zeit. Also, ich glaube, sie ist einfach zu Hause alleine. Ja, das könnte sein. Ich kann das irgendwie nicht kontrollieren. In manchen Momenten habe ich das Gefühl, als ob mich einfach alles erdrückt. Okay. Krass. Und wenn ich dann allein bin, dann habe ich manchmal Angst, als ich mir irgendwas antun würde. Oh, jetzt kommen wir doch nicht so. Schau mal her. So, jetzt pass mal auf. Was kommt jetzt? Ja, pass einfach nur auf. Schau ganz genau hin. Und wo ist es? Ist denn da? Nee, auf jeden Fall da. Ganz sicher? Ja, auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Siehst du, ich hatte recht, es muss da sein. Hattest du? Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht. Hä? Aber, das ist aber auch nicht. Hä, wo ist es denn dann? Guck mal, was ich hier habe. Verstehst du nicht, dass die Liebe die ganze Zeit bei dir war? Oh, Flo, du bist so süß. Liebe und Schmerz. Ich hatte mal einen Freund, der dauernd fremdgegangen ist. Für den war es ein Sport. Da habe ich gelitten. Doch irgendwann hatte ich den Mut, für mich einzustehen. Und ich habe mich getrennt. Beste Entscheidung meines Lebens. Was bedeutet für mich Liebe und Schmerz? Ich hatte ein super kompliziertes Verhältnis zu meiner Mutter. Wir waren fast unfähig, miteinander zu reden, ohne zu streiten. Das hat mir sehr wehgetan, da ich eigentlich nur wollte, dass sie stolz auf mich ist. Hi, Mom. Hallo, Kiki. Digga, ernst du? Das bei der ältesten Version des Menschen, Homo, schieß mich tot, Schwanz und Muschi wie Augen waren. Was laberst du für eine Scheiße, Mann? Hast du nie drüber nachgedacht, dass die Geschlechtsorgane wie Augen aussehen? Nein, niemals. Dann streng mal deine grauen Zellen an. Digga, was redest du für Märchen, ey? Das sind keine Märchen, Mann. Das sind Fakten von Wissenschaftlern, Menschen, die schlauer sind als ich. Schlauer als du, Digga, da kommt fast jeder in Frage. Nein, Mann, das war so damals. Sie sind nackt rumgelaufen und haben durch den Schritt geguckt. Naja, durch den Schritt geguckt, Mann. Ja, doch, die hatten den Durchblick. Fuck, Mann, auf keinen Fall. Den Durchblick. Ja, doch, das war so damals. Nee, Mann, glaube ich nicht, Digga. Mach mal ein Beat, ey. Ich erzähl dir. Ja. Augen im Schritt, nein, das glaube ich dir nicht. Ich wäre glücklicher, wenn das nicht meine Vergangenheit wäre. Und das wäre schwer, denn ich, keine Ahnung, ich habe keine Lines mehr. Ja, fuck it. Versuch was wert. Ja. Ja, Mann, gleich in die Buch, ey. Vielleicht auch nicht. Auf jeden, Bruder. Auf jeden.